Herzlich willkommen zum Webinar Anti-entzündliche Ernährung. Mein Name ist Christina Singer. Sie werden heute herausfinden, wofür brauchen wir eigentlich eine anti-entzündliche Ernährung? Was ist das? Dann, wie läuft überhaupt eine Entzündung genau ab? Und wie entstehen diese chronische, dauerhafte Entzündungen? Welche Lebensmittel können dagegen helfen und wie? Und viele Tipps in vier wichtigen Hauptkategorien unterteilt. Mein Name ist Christina Singer. Ich komme ursprünglich aus Estland. Deswegen schreibt man mich auch mit einem Doppel-I. Das ist kein Tippfehler. Vom Hintergrund her bin ich eine Kommunikations- und Ernährungswissenschaftlerin. Habe früher gearbeitet in der Ernährungstherapie, auch in der Therapie mit Mikronährstoffen. Und seit 4 Jahren bin ich bei der Biogener Akademie dabei und halte die Vorträge über orthomolekulare Medizin. Und so darf ich Sie heute auch durch das Webinar begleiten. Gleich am Anfang ist es wichtig, klarzustellen, dass Entzündung an sich selbst nichts Schlechtes ist. Akute Entzündung ist ein wichtiger Bestandteil der Heilung. Wir brauchen Entzündungen. Aber heute geht es um die chronischen Entzündungen, wenn die Entzündung nicht aufhört und diese chronischen Entzündungen begünstigen viele Krankheiten. Mittlerweile weiß man, Herzkrankheiten, Diabetes, Rheuma, Asthma, Krebs, Depression, Schizophrenie, Alzheimer und so weiter sind mit verursacht von einer chronischen Entzündung und immer mehr Menschen sind davon betroffen. Erklären lässt sich eine chronische Entzündung eigentlich durch unseren modernen Lebensstil, unsere Essgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten, Stressfaktoren, genauer gesagt zum Beispiel die Belastung durch Umweltgifte, Metalle, besonders Schwermetalle, Aluminium, lösen Entzündungen aus. Oder Darmprobleme, Leaky Gut, also unser durchlässiger Darm, überschwemmt Körper mit entzündlichen Botenstoffen. Oder Homozystein, ein Eiweißbaustein im Stoffwechsel, ist gefährlich. Es ist wie Gift für unsere Blutgefäße und schädigt die Innenschicht der Gefäße. Und die Verletzung wird dann von Immunzellen wieder repariert durch eine Entzündung. Und wenn es nie aufhört, die Überschwemmung, dann hört auch die Entzündung nie auf. Aber Homozystein macht auch das Blut dicker, fördert die Thrombose, die Verklumpung der Blutplättchen und so weiter. Und einige Wissenschaftler sehen Homozystein, also zu viel von Homozystein, viel gefährlicher als das Bluthochdruck selbst. Dann Übergewicht oder Fettleber verursacht chronische Entzündungen, weil Fettzellen entzündungsfördernde Signalstoffe produzieren können. Oder freie Radikale durch das Atmen, aber auch durch Erkrankungen, Diabetes oder durch zu viel Sport, Stress, Strahlung, Medikamente, Zigarettenrauch, Infekte und so weiter. Dadurch oxidieren Fette, es werden Fresszellen aktiviert, die wiederum entzündliche Stoffe produzieren. Aber auch Entzündungen selber in unserem Körper lösen wiederum freie Radikale aus, die dann Moleküle zerstören. Das ist immer ein Zusammenspiel. Und all diese Faktoren verändern das Immunsystemgleichgewicht in unserem Körper in Richtung Entzündungen und entzündliche Erkrankungen. Eine chronische Dauerentzündung entsteht also, wenn unser Immunsystem nicht im Gleichgewicht ist. Genauer gesagt geht es da um die Zytokine. Das sind bestimmte Botenstoffe, die unsere Immunzellen ausschütten und die dann entweder Entzündungen auslösen können oder Entzündungen hemmen können. Und wenn unser Immunsystem vermehrt entzündungsfördernde Botenstoffe ausschüttet und produziert, dann führt das zu chronischer Entzündung und verzögert auch die Heilungsprozesse.
Und das Ziel von einer Ernährungstherapie gegen chronische Entzündung ist, dass man diese entzündungsfördernde Botenstoffe hemmt und entzündungshemmende Botenstoffe fördert. Da sieht man, wie Heilung und Entzündung miteinander verbunden sind. Wie ich vorher gesagt habe, eine akute Entzündung ist ein wichtiger Bestandteil der Heilung. Zum Beispiel, sie verletzen sich und um die eindringenden Bakterien und Keime zu bekämpfen, werden spezielle Immunzellen aktiviert. Spezielle weiße Blutzellen, sogenannte Fresszellen. Und diese Fresszellen produzieren entzündungsfördernde Stoffe, weil durch die Entzündungsreaktion wird zum Beispiel eine Blutvergiftung vermieden und die Wunde kann heilen. Auch Schwellung und Schmerz sind Ausdruck einer Entzündung. Das heißt, da ist die Entzündung gut, aber die Frage ist, ob eine Dauerentzündung gut ist. Weil dauerhafte Entzündungen sind sehr stressig für unseren Körper. Das sind ein echtes Gift für die Gefäße, Gelenke, Nervenzellen, Schleimhäute. Weil da werden zu viele entzündungsfördernde Stoffe ständig produziert und auch dadurch vermehrt freie Radikale produziert, die wiederum unsere Körperstrukturen, Zellen, DNA und so weiter angreifen und einfach die normale Funktion von unserem Körper verhindern. Wir alle wissen, dass Ernährung, eine richtige Ernährung, ganz wichtig ist für unsere Gesundheit. Und auch Studien zeigen, dass bestimmte Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile helfen können, das Risiko für eine chronische Entzündung zu reduzieren oder den Schweregrad bereits existierender Entzündungen zu mindern. Und als nächstes schauen wir uns an, welche Lebensmittel da gegen Entzündungen besonders gut helfen können. Zuerst würde ich gerne kurz eine neue Studie vorstellen, die diesem Jahr, also 2019, in einem Fachjournal Lancet veröffentlicht wurde. Und diese Studie zeigt, dass 11 Millionen Todesfälle in ganzer Welt im Jahr 2017 auf die falsche Ernährung zurückzuführen sind. Und die Forscher hatten da die Ernährungsgewohnheiten in fast 200 Ländern unter die Lupe genommen und herausgefunden, die größten Ernährungsfehler global. Und die Top 6 sind da zu viel Salz, zu wenig Vollkorn, zu wenig Obst, zu wenig Nüsse und Samen, zu wenig Gemüse und zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Und auf erster Stelle der ernährungsbedingten Todesursachen stehen mit 10 Millionen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, danach Krebserkrankungen und dann Typ-2-Diabetes. Also Ernährung ist die Grundlage für unsere Gesundheit. Und die erste anti-entzündliche Strategie lautet Nährstoffdichte. Achten Sie auf die Nährstoffdichte. Achten Sie darauf, wie viele Mikronährstoffe, wie viele Vitamine, Mineralstoffe ein Lebensmittel beinhaltet und wie viele Kalorien, wie viele leere Kalorien, ohne Vitamine und ohne Mineralstoffe. Und ganz hoch oben steht da auf der Liste zum Beispiel Grünkohl, Spinat, Rucola, also dunkelgrünes Blattgemüse, hat wenig Kalorien und ganz viele Vitamine und Mineralstoffe. Genauso Kohlarten, Weißkohl, aber auch Sprossen, Brokkoli, Blumenkohl, aber auch Karotten oder Spargel, Pilze, Tomaten, Erdbeeren, Süßkartoffeln. In unterer Liste stehen Weintrauben, Äpfel, Zwiebeln, Gurke, Linsen, Haferflocken oder auch Eier, Kartoffeln, Brot. Das sind keine schlechten Lebensmittel, aber die haben mehr Kalorien im Vergleich zu Mikronährstoffen. Die haben aber oft andere wichtige
hilfreiche Substanzen drinnen. Zum Beispiel Weintrauben haben viele Antioxidantien, viele Polyphenole, aber dazu kommen wir gleich. Die zweite Strategie heißt glykämischer Index oder genauer noch glykämische Last. Bei Lebensmitteln kann man in Bezug auf ihre Wirkung im Zuckerstoffwechsel nach Glyks einteilen. Das zeigt uns, wie schnell die Nährstoffe aufgenommen werden, das heißt, wie schnell Blutzucker steigt, wie lange Blutzucker steigt und wie hoch Blutzucker steigt. Und sehr viele schnell resorbierbare Kohlenhydrate führen zu hoher glykämischer Last und wirken entzündungsfördernd aus. Und niedrige glykämische Last führt zu einer Reduktion dieser stillen chronischen Entzündungen. Da ein paar Tipps, welche Lebensmittel haben eine hohe glykämische Last und welche niedrige glykämische Last. Hochglykämische Produkte sind zum Beispiel Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, Softdrinks, also alles, was viel Zucker hat, viel einfache Kohlenhydrate, die wir schnell aufnehmen können und die unseren Blutzucker dann auch schnell raufbringen. Niedrige glykämische Produkte sind dann Vollkornprodukte, wo wir mehr Zeit brauchen, um die abzuspalten und aufzunehmen. Auch Gemüse und Obst, Fleisch, Fisch und so ähnliche Lebensmittel. Ein paar Tipps, was wir machen können zur Senkung der glykämischen Last. Zum Beispiel, wenn wir Ballaststoffe essen. Das ist ja das, was im Vollkorn drinnen ist. Ballaststoffe binden Zucker und so nehmen wir Zucker langsamer in kleineren Mengen in unser Blut auf. Dann Rohkost essen oder leicht dünsten. Gemüse nicht tot kochen, weil je länger wir kochen, desto besser ist das schon vorbereitet und desto schneller können wir das aufnehmen und desto schneller steigt unser Blutzucker. Dann Lebensmittel mit ein bisschen Eiweiß mischen. Zum Beispiel Obst an sich selbst, besonders süßes Obst. Reifes Obst hat viel Zucker und hat deswegen eine höhere glykämische Last. Wenn wir aber das Obst mit ein bisschen Joghurt mischen, also mit dem Eiweiß, dann nehmen wir Zucker langsam auf. Oder konzentrierter Zucker in Maßen konsumieren. Zum Beispiel Trockenfrüchte haben viel, viel mehr Zucker und viel höhere glykämische Last. Wenn wir jetzt in Zahlen reden, ein Beispiel, Apfel hat eine glykämische Last von 4, das ist sehr niedrig, aber getrocknete Äpfel haben glykämische Last von 25, das ist schon sehr hoch. Oder zum Beispiel Aprikosen haben eine glykämische Last von 2, aber Aprikosen in Dose gezuckert haben eine glykämische Last von 42. Die dritte Strategie lautet Antioxidantien, weil freie Radikale sind oft die Mitverursacher von Entzündungen und man kann mit den Antioxidantien die freien Radikale neutralisieren und so das Entzündungsfeuer löschen. Und viele Antioxidantien sind die Farbstoffe der Natur. Das sieht man schon auch ein paar Tipps auf dem Foto, welche Lebensmittel da gut geeignet sind. Zum Beispiel Carotinoide, das heißt Beta-Carotin, Lutein, Lycopin, Astaxanthin, geben den Karotten, Tomaten, Grapefruit, aber auch den Algen oder Fischen rote, gelbe oder auch grüne Farbe. Wegen Astaxanthin ist zum Beispiel Lachs rosa. Je intensiver die Farbe, desto mehr von Astaxanthin. Und Astaxanthin gilt mittlerweile als das stärkste Antioxidant der Welt. 60 mal stärker als Vitamin C und 500 mal stärker als Vitamin E. Dann Flavonoide sind die Polyphenole aus den Weintrauben. Die Pflanzen brauchen die Antioxidantien auch als Schutz
vor Umwelteinflüssen. So auch zum Beispiel Weintrauben haben viele Flavonoide für Schutz. Dann Anthocyane sind für die blaue oder violette Farbe verantwortlich und werden von den Pflanzen genauso zum Schutz verwendet. Finden wir in Heidelbeeren, in Holunderbeeren, in Blaukraut. Und deswegen gilt es, je intensiver und dunkler ist die Farbe in Obst oder Gemüse, desto gesünder oder desto mehr Antioxidantien beinhaltet Obst oder Gemüse. Und im Endeffekt hat jedes Lebensmittel antioxidative Wirkung. Die Frage ist, wie stark ist die Wirkung? Wie groß ist die Fähigkeit, freie Radikale zu binden? Das ist entscheidend und das ist unterschiedlich und das kann man messen. Der ORAC-Wert zeigt uns das antioxidative Potenzial eines Lebensmittels. ORAC bedeutet Oxygen Radical Absorption Capacity, auf Deutsch also die Fähigkeit, oxidative Radikale, diesen freien Radikale zu absorbieren. Das heißt, die unschädlich zu machen, die zu neutralisieren und dadurch auch die Fähigkeit, Entzündungen zu reduzieren. Und je höher der ORAC-Wert ist, desto höher also die Fähigkeit, oxidativen Stress zu mindern und Entzündungen reduzieren. Und wir können das sehen, ganz hoch oben mit einem hohen ORAC-Wert sind Beeren, zum Beispiel auch Heidelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, aber genauso Grünkohl, Spinat, also ganz intensive grüne Farbe. Dann rote Trauben, Pflaumen, also Beeren, Obst und Gemüse mit ganz intensiver Farbe. Und zu den stärksten Antioxidantien mit hohen ORAC-Werten zählen auch noch zum Beispiel Granatapfel, Aronia-Beere, Acerola-Kirsche und dann Gewürze wie Zimt und Ingwer oder Knoblauch, Kakaopulver, nicht gesüßt und so weiter. Und die dritte Strategie lautet Fett. Ja, richtig gehört, aber das richtige Fett. Und welche der richtige und welche falsch ist, schauen wir uns genau an. Also ungesättigte Fette, Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren, sind lebensnotwendig für unsere Zellen und ganz wichtig fürs Gehirn, für ein Nervensystem, Immunsystem und beeinflussen maßgeblich auch das Entzündungsgeschehen. Dabei muss man aber eben nochmal unterscheiden zwischen Omega-3 und Omega-6. Es geht nämlich um das Verhältnis zwischen diesen beiden Fettsäureklassen. Das soll ungefähr 1:3 in unserem Körper sein. Leider ist es so, dass wir oft 1:20, in den USA sogar bis zu 1:40 haben. Das heißt, wir haben zu viele Omega-6 Fettsäuren. Und die Omega-6 Fettsäuren in Übermaß fördern die Entzündungen, wobei die Omega-3 Fettsäuren die Entzündungen reduzieren würden. Das heißt, oft müssen wir Omega-3 Fettsäurenanteile erhöhen und Omega-6 Fettsäurenanteil reduzieren. Dann gesättigte Fette brauchen wir auch, aber nicht zu viel, weil in Übermaß begünstigen sie wieder Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, schaden die Blutgefäße und so weiter. Deswegen nennt man die manchmal auch als schlechte Fette. An sich selbst in richtiger Menge sind die nicht schlecht. Was wir aber nicht brauchen, gar nicht, sind die Transfette. Die entstehen, wenn man Fette verarbeitet. Zum Beispiel in Fertiggerichten findet man Transfette. Und die haben im Körper überhaupt keine Funktion. Im Gegenteil, sie fördern die Entzündungen. Das heißt, die brauchen wir gar nicht. Auf dieser Folie sieht man nochmal genauer, wie ungesättigte Fette Entzündungen beeinflussen. Nehmen wir die Omega-6 Fettsäuren. In der Mitte rot Omega-6 Fettsäuren in tierischen Ölen und Fetten, das ist die Arachidonsäure, wirkt direkt
proentzündlich, weil aus Arachidonsäure werden in unserem Körper proentzündliche Botenstoffe produziert, zum Beispiel die Prostaglandine der Serie 2. Dann Omega-6-Fettsäuren in Pflanzen gibt es auch als Linolsäure, zum Beispiel im Borage-Öl oder Nachtkerzenöl gibt es die Dihomogamma-Linolensäure. Und diese Fettsäure wirkt prinzipiell antientzündlich, ist gut für uns, wird auch bei Hautproblemen, entzündlichen Hautproblemen eingesetzt, erfolgreich. Das Problem ist, wenn wir zu wenig Omega-3-Fettsäuren dazu haben, dann kann sein, dass diese Fettsäure auch sich teilweise in Arachidonsäure umwandelt und dann auch proentzündlich wirkt. Deswegen brauchen wir unbedingt die Omega-3-Fettsäuren immer dazu. Das ist dann die Alpha-Linolensäure rechts oben. In Pflanzenölen, zum Beispiel in Leinöl oder auch in Leinsamen, befindet sich fast 60% Omega-3-Fettsäure. Oder in Fischsorten, da finden wir Eicosapentaensäure, das ist dann eine höhere Omega-3-Fettsäure, die direkt antientzündlich wirkt, direkt antientzündliche Botenstoffe produziert. Und diese Eicosapentaensäure aus Fisch, das ist die effektivere und schnellere Omega-3-Fettsäure, weil wenn wir jetzt Leinöl oder Leinsamen nehmen, Alpha-Linolensäure da drinnen, dann daraus muss unser Körper erst Eicosapentaensäure produzieren und dann daraus die antientzündliche Botenstoffe produzieren. Aber viele Menschen haben da eine Enzymschwäche und deswegen ist diese Umwandlung von Alpha-Linolensäure zu Eicosapentaensäure in unserem Körper begrenzt. Deswegen, wenn wir jetzt Omega-3-Fettsäure aus Fisch bekommen, wirkt das effektiver und schneller antientzündlich. Jetzt, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel in Deutschland, wie viele Menschen konsumieren Fisch, also die durchschnittliche konsumierte Menge ist ungefähr 100 Milligramm. Da muss man jetzt wirklich um die Menge auch reden, weil das ist nicht ausreichend. Das ist nicht ausreichend für antientzündliche Prozesse. Medizinische Fachgesellschaften empfehlen 650 bis 1000 Milligramm täglich für die antientzündliche Wirkung. Und wer zum Beispiel zweimal in der Woche Fisch isst, erreicht vielleicht ungefähr 300 bis 500 Milligramm pro Tag, aber ganz ausreichend für die optimale antientzündliche Wirkung ist das nicht. Und deswegen helfen da wirklich oft die Fischölkapseln zusätzlich. Und zum Schluss empfehle ich jedem, eine antientzündliche persönliche Einkaufsliste zusammenzustellen. Auf meiner Liste stehen zum Beispiel Grünkohl und Brokkoli, Beeren, Fisch, Hering oder Lachs, Algen auch, Kräuter, gute Öle, Leinöl, Hanföl, dann Superfoods wie Kakaopulver zum Beispiel, auch Vollkorngetreide, Granatapfel. Also ich wähle die Superfoods mit einer hohen Nährstoffdichte, mit vielen Antioxidantien und mit guten Fetten. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.